Ich grüße euch herzlich und heiße euch willkommen. Heute wollte ich ein Thema mit euch ansprechen, das unter den Muslimen totgeschwiegen wird. Es geht um den Pakt von Umar. Anhand diesem Vertrag, den Umar mit den Christen in Scham, Syrien unterzeichnete und einging, sehen wir das höchste Maß an Grausamkeit, Intoleranz des Islams gegenüber den Christen, die in einem islamischen Staat unter der Scharia leben dürfen. Der IS, Islamischer Staat, praktiziert genau diesen Pakt von Umar. Sie befolgen somit die Aussagen Muhammads, der sagte, folgt der Sunna und der Sunna der rechtgeleiteten Kalifen, was Umar mit einschließt. Im Folgenden werde ich die Bedingungen, die Muslime den Christen auferlegt, einmal sprachlich umdrehen, als würden die Bedingungen von einer nicht-muslimischen Macht geschrieben worden sein und den Muslimen gelten. Wir werden in unseren Städten und Nachbarschaften keine neuen Moscheen, Minaretts bauen. Wir werden weder tagsüber noch nachts diejenigen reparieren, die verfallen oder in den Vierteln der Christen liegen. Wir werden stets unsere Tore für Passanten, Reisende, Christen geöffnet halten. Wir werden allen Christen, die unseren Weg kreuzen, für 3 Tage Kost und Logis gewähren. Wir werden in unseren Moscheen und Häusern keine Spione beherbergen oder sie vor den Christen verstecken. Wir werden unseren Kindern nicht die Bibel beibringen. Wir werden unsere Religion nicht öffentlich bezeugen und niemanden zu ihr bekehren. Wir werden niemanden von uns daran hindern, zum Christentum überzutreten, so er es möchte. Wir werden Christen Respekt erweisen und wir werden uns von unseren Stühlen erheben, wann immer sie wünschen, darauf zu sitzen. Wir werden nicht versuchen, Christen zu ähneln, indem wir uns ihre Kleidung anpassen, etwa der Kappe, dem Kopftuch, den Schuhen oder der Haartracht. Wir werden nicht so reden wie sie und wir werden nicht ihre christlichen Vornamen übernehmen. Wir werden nicht auf Sätteln reiten, keine Schwerter gürten und keine einzige Waffe mit uns führen. Wir werden keine arabischen Inschriften auf unseren Siegeln verwenden. Wir werden keine vergorenen Getränke verkaufen. Wir werden uns die vordere Kopfhälfte rasieren. Wir werden unsere eigenen Kleider überall tragen und uns den Gürtel Sunna als Erkennungszeichen umbinden. Wir werden weder Halbmonde auf unseren Moscheen zeigen, noch heiligen Bücher in unseren Straßen und auf Märkten der Christen anbieten. Wir werden nicht laut zum Gebet aufrufen. Wir werden unsere Predigten nicht laut halten, wenn ein Christ anwesend ist. Wir werden bei der Bestattung unserer Toten leise bleiben und nicht bei islamischen Symbolen durch die Straßen der Marktplätze der Christen laufen. Wir werden unsere Toten nicht in der Nähe der Christen begraben. Wir werden keine Häuser bauen, die höher als die der Christen sind. Wir werden niemanden kaufen, der Sklave eines Christen ist. Wer absichtlich seine Hand gegen einen Christen erhebt, verliert den Schutz dieses Paktes. Was löst dieser angepasste Text in dir aus? Ist es nicht inhuman und menschenverachtend, wenn dir jemand so einen Vertrag aufzwingen würde? Meinst du wirklich, dass das der Wille Gottes war, so mit den Christen umzugehen und das bis in unsere Zeit? Es ist an der Zeit, aus seinem Tiefschlaf aufzuwachen und endlich die Dinge zu sehen, wie sie sind. Diese Bedingungen von Umar, ob die geschichtlich tatsächlich ihm zugesprochen werden können oder nicht, haben das Denken und die Geisteshaltung der sunnitischen Muslime und ihrer Gelehrten ganz wesentlich geprägt und prägt sie noch heute, ob sie es offen sagen oder nicht. Aber klar ist für viele, dass Christen und Juden unter ihrer Herrschaft nur als Menschen zweiter Klasse leben dürfen, auch wenn sie andere Worte dafür erfinden. Das ist auch heute noch die Realität vieler orientalischen Christen in ihren Heimatländern. Und zwar nicht nur unter dem IS in Irak und Syrien. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Alles Gute machen wir mit der rechten Hand. Wenn man zur Toilette geht, dann benutzt man also die linke Hand. Das ist dann so etwas wie die saubere Hand. Deshalb nimmt man für bestimmte Sachen nie die linke Hand, immer nur die rechte. Kann es sein, dass mir Muslime zur Begrüßung deshalb manchmal die linke Hand geben? Ja, das würde ich auch tun, wenn ich einem Kuffer die Hand geben müsste. Also dem Kuffer gibt man die schmutzige Hand? Also ist es wahr? Die linke Hand, ja, wenn du das so sagen willst. Die saubere Hand ist für die sauberen Menschen, also die Muslime.